Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Paradise Lost, wo wir die Wut hinter uns gelassen haben, zumindest das Kapitel Wut. Und nun sind wir im Kapitel Verhandeln angekommen, nachdem wir den Sprung in die Röhre gemacht haben, weil unsere Computerstimme es gesagt hat. Oder ich sag mal die Stimme aus den Lautsprechern. Es ist Wasser da. Hoffentlich kann er schwimmen. Er kann schwimmen. Glück gehabt. Wäre sonst sehr unschön geworden. Erkundigt sie sich auch gleich nach uns? Sie spricht nicht mal mit uns. Aber gut. Geht's weiter. Ja, ganz so schön sieht es hier nicht mehr aus in dem Bunker. Bin auf jeden Fall gespannt, was noch alles passieren wird. Ob wir die Geheimnisse lüften werden. Nicht nur dieses Bunkers, sondern auch der Person am Ende der Lautsprecher. Und jetzt sind wir hier schon bei 3. Und wir müssen zu 4. Und das ist wirklich die Person gewesen, die wir vorhin gesehen haben in der letzten Episode. Dieser Wissenschaftler, der das System gehackt hat. Hab mich doch richtig erinnert. Ist es vielleicht auch die Stimme unserer Mutter gewesen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben den Bunker-Teil hier zumindest verlassen. Sind jetzt in einem anderen Teil. Am Strand. Können wir ein bisschen Urlaub machen. Mit Leuchtturm. Da hinten sind Bäume. Und da ist ein Tonbandgerät. Ich nehme an, polnisches Lied, das jetzt nicht unbedingt sehr schön ist, aber in Ordnung. Es hat wenigstens ein bisschen Stimmung gebracht. So, dann machen wir uns mal auf den Weg da hoch, weil da rechts bleiben wir nur am Strand. Es ist ja auch schon wieder spät, es ist dunkel. Ich meine, gut, wir sind unter der Erde. Natürlich ist es dunkel. Aber wir haben hier wenigstens einen relativ schönen Brunnen oder so. Nee, es ist nur ein Monument. Man hört doch noch die Schüsse. Ich weiß jetzt nicht, ob die aktuell sind oder ob das hier als Erinnerung mit eingebaut wurde. Kommen wir vielleicht zum Ende des Krieges an? Oder können wir ihn vielleicht beenden? Indem wir irgendwas Besonderes tun am Ende? Hier ist nichts für uns. Wir werden wahrscheinlich jetzt da in dieses Haus gehen müssen. Da durchs Fenster können wir einsteigen. Ich schaue mal ganz kurz auf die andere Seite. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts, wo wir noch irgendwie mit irgendwas interagieren könnten. Dann gehen wir mal durchs Fenster rein. Schauen uns da in dem Haus mal um. Hallo. Tonband, das lassen wir mal laufen. It always amazes me how short your memories are. I walk these corridors day after day and hear the growing whispers.
looking for German civilian survivors. None were found alive. Must I remind you why? Because the bunker's machinery had removed them from the battlefield so they wouldn't interfere with the counter-attack, only to suffocate them in one of the unventilated hangars. Is this the kind of effectiveness we're looking for? Is that the value we put on human life? I will say it once more. No! I will never allow these machines to be turned on again. Naja. Anordnung 210. Mit sofortiger Wirkung werden alle Kameras auf diesem Gelände deaktiviert. Bis alle Video- und Abhörgeräte ausgebaut worden sind, soll sämtliche Kommunikation, die Angelegenheiten der Produktion, Strategie, Nahrungsmittelverteilung, Zukunftspläne und so weiter betrifft, durch geschriebenes Wort kommuniziert werden. Vorerst können wir davon ausgehen, dass sämtliche unserer Unterhaltungen überwacht werden. Er hört zu. Dominika. Er hört zu. Wer ist er? Und haben wir das Ding wieder angemacht, indem wir die Erinnerung eingebaut haben? Ich kann mir vorstellen, dass Erinnerung wirklich nur quasi Memory Stick war. Schachpartie. Und dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass wir hier nichts Schlimmes anstellen können. So, da hier schon offen ist, können wir sicherlich reingehen. Hallo. Direkt was zum Lesen. Anordnung 108. Alle Dokumente der Nazis bleiben unberührt, verachtenswert wie sie auch sind. Wir werden sie nicht verbrennen. Die Nazis haben bereits selbst alle Beweise ihrer Abscheulichkeiten verbrannt. Wir müssen sie nicht unterstützen. Wenn der Krieg endlich ein Ende nimmt, und er wird ein Ende nehmen, werden wir diese Dokumente ans Tageslicht bringen und sie für ihre Taten zur Verantwortung ziehen. All diese Dokumente sollen im Archiv gelagert werden. Ist das hier das Archiv? Wahrscheinlich. Hallo Person, ich lebe noch. Hello, can you hear me? Ach, it's not working. I need to find a control room. Kontrollraum. Da drüben ist ein Licht. Ein rotes Licht. Da werden wir gleich hingehen. Aber wir gehen direkt hin, weil im Nuffer muss ich eh hochgehen und sonst wiederholen wir das nur. Was das nicht mal versucht. Ist einfach davon aus, dass sie verschlossen ist. Mehr auch nicht. Selbst wenn, ich komme sowieso hoch. Hallo? Die ist auch verschlossen. Hier ist eine Tür, die ich öffnen kann oder zumindest versuchen kann. Aber wir sind erstmal hier drüben in dem Raum. Bitte geh nicht. Ich weiß, dass viele darüber nachgedacht haben zu gehen. Doch ich wusste nicht, dass das auch auf dich zutrifft. Wenn du gehst, wird Dominika uns nicht erlauben, uns hier wiederzusehen. Du weißt, dass sie keinen seiner Anhänger gestattet, mit uns in Kontakt zu treten. Ist ein abergläubiges Schwätz dir wirklich so wichtig? Warum brennt denn hier die Lampe noch? Oh. Abgeschlossen. Leider spreche ich kein Polnisch. Ich kann den Titel des Buchs nicht lesen. Naja. Versuchen wir jetzt mal hier reinzugehen. Hallo. Irgendwie auch keine Rücksicht. Der haut einfach direkt volle Kraft hinter die Tür, um reinzugehen.
Lippenstift. Irgendwo hier wird ein kaputtes Fenster sein, deswegen zischt der Wind durch. Aber sonst ist hier nichts. Hallo. Ich erwarte eigentlich, dass irgendwann mal wirklich noch jemand hier ist. Und dann werde ich mich erschrecken. Aber bisher gehe ich davon aus, dass wir alleine sind. Wir haben kein Spiegelbild. Existieren wir überhaupt? Naja, wir haben noch einige Türen zu öffnen. Und hinter irgendeiner wird sich sicherlich was Hilfreiches befinden. That church, it looks familiar. I think I passed in my way here. Wir haben schon lange keine Rückblende mehr gehabt von ihm. Bilder, Überreste, viele Spinnenweben, aber sonst nichts. Was zum Lesen? Gucken wir doch mal. Abschrift des Berichts von Rizad Lassi. Ich ging nach draußen, um Pilze zu sammeln. Nicht, dass ich wirklich erwartet hätte, welche zu finden, aber ich genieße es, zwischen den Bäumen umherzuwandern. Auf meinem Weg fand ich eine knorrige Buche, sah auf und entdeckte in einem Distelbusch in der Nähe eine weiße Zicke. Ein Wunder, so dachte ich, denn ich hatte kein lebendiges Vieh mehr gesehen, seit wir damals vor 10 Jahren die letzte Henne verspeist hatten. Und siehe da, eine Ziege. Wo konnte ich so nur hergekommen sein? Sofort dachte ich, dass Wheels uns mit seinem Segen beglückt und sie geschickt haben muss. Ich ging auf sie zu. Sie rannte nicht fort. Sie ließ sich von mir ein Seil umbinden und ging an meiner Seite wie ein Hund an der Leine zurück zur Siedlung. Ich ging mit ihr direkt zum Hohepriester, um die wundervolle Neuigkeit mit ihm zu teilen. Ich hoffte, sie segnete uns mit heilender Milch. Und dann? Was passierte anschließend? Und dann nehmen wir erst noch diese Tür vor und dann gehen wir in den Rest dieses größeren Raumes, bevor wir die große Tür öffnen. Sehr geehrter Herr Kommandant, auf das Bitten von Herrn Wilhelm Strecken habe ich zugestimmt, eine Rede über Agatha Shambhala, Aria Atlantis, Thule, die Kontrolle parapsychischer menschlicher Fähigkeiten sowie über das Befehligen von Zombie-Armeen zu halten. Okay. Er hat mich davon überzeugt, dass dieses Material die notwendige Unterstützung für die Kolonisten darstellt. In meiner Jugend habe ich ein starkes Interesse für diese Themen entwickelt, deshalb verfüge ich über ausführliches Wissen in diesem Bereich. Doch wir beide wissen, zumindest erhoffe ich mir das, dass diese Geschichten nichts als Humbug sind. Ich als Wissenschaftler weiß, dass die Stärke der deutschen Nation nicht aus Märchen, sondern aus mentaler Stärke und Wissenschaft gewachsen ist. Aus diesem Grund sollten sich die Kolonisten bei der Vorbereitung auf den endgültigen Kampf auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Ich schlage vor, dass wir zu einer Methodik zurückkehren, die mit großem Erfolg an der Front eingesetzt wurde. Die Substanz DX, oder wahrscheinlich D9, diese Mischung aus Kokain, Pervitin, einem starken Stimulanz, und Eukodal, einem starken Schmerzmittel, verwandelt gewöhnliche Männer in Supersoldaten. Es erhöht die Konzentration, Ausdauer, Stärke, den Mut und das Selbstvertrauen erheblich. Außerdem schaltet es die Schmerzrezeptoren sowie starken Hunger, Durst und Müdigkeit aus. Es gibt zwar Nebenwirkungen, doch diese sollten im entscheidenden Moment nicht von Bedeutung sein. In Ordnung, Supersoldaten.
Dann gehe ich doch mal hier, das Papier. Ich dachte, ich muss jetzt da hochklettern. An Wilhelm Streck. Lieber Willi, ich weiß, du brauchst niemanden, der dir sagt, wie du deine Arbeit zu erledigen hast. Aber ich möchte dich gerne auf ein Problem aufmerksam machen. Mir liegen Berichte vor, dass trotz der konstanten Leitung und Beratung vieler Menschen das Konzept der Kolonie noch immer nicht verstehen. Einige fürchten, für immer unter der Erde eingeschlossen zu sein. Oder sogar, dass die Menschen an der Oberfläche es besser hätten. Entledige ich mich all dieser Zweifler, verlöre ich die Hälfte der Siedler und somit auch die vermeintliche Stärke dieser Kolonie. Also kam mir eine Idee. Möglicherweise könnten wir, auf ungezwungene Art, unsere Kolonisten von den Ariern und den Atlanten erzählen, von denen wir abstammen. Denn wenn unsere Vorfahren es geschafft haben, weiter zu erstarken, nachdem sie ihre Heimat verloren haben, so können auch wir aus dieser Marter emporsteigen, unsere Feinde besiegen und die Wiedergeburt unseres Großdeutschen Reichs einleiten. Mit deinem Talent, Geschichten zu erzählen, erweichten diese Erzählungen sicherlich die Herzen der Zweifelnden und beruhigten ihre geschundenen Nerven. Wie denkst du darüber? Dein Freund Max. Aha. Ich nehme an, dass das hier die Reaktion auf den Brief war. Mal gucken. Finden wir hier noch irgendwelche interessanten Stücke? Sieht nicht so aus. Dann schauen wir hinter der großen Tür. Ein schöner Raum, würde ich sagen. Ordentlicher Raum, zumindest viel zu lesen für uns. Anordnung 8. Jeder deutsche Besetzer, der sich noch im Bunker versteckt, soll gefunden, vor Gericht gebracht und für seine Verbrechen verurteilt werden. Dies betrifft Zivilisten, Arbeiter und selbstverständlich militärisches Personal. Dies gilt außerdem für alle polnischen Kollaborateure. Dominika Wasiewicz, die wir vorhin schon gehört haben. Dann gucken wir mal, was hier noch so zu finden ist. Aha, eine Schlüsselkarte. Was ist das für? Wahrscheinlich für die Tür. Würde ich jetzt mal annehmen wollen. Was haben wir hier noch? Noch eine Anordnung oder ein Brief? Mein Anliegen. Ich möchte erneut um die Erlaubnis bitten, die Technologie der Nazis einzusetzen. Die Menschen verhungern. Wir können nicht einfach weiter im Dunkeln leben wie bisher. Wie viele Fehlgeburten sollen die Frauen hier noch ertragen müssen? Ich werde dieses Anliegen Tag für Tag vortragen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Lucian. Oder Lucian. Ich weiß ja nicht, wie man den polnischen Namen ausspricht. Was haben wir denn hier im Schrank? Hallo? Tada! Ein Gerät, mit dem wir interagieren können. Machen wir das doch mal. Was soll schon schief gehen, nicht wahr? Oh, eine Geheimtür. What was that? Es klang wie eine Geheimtür. Ich würde ja gerne noch mit anderen Knöpfen drücken, aber darf ich nicht. Guck mal, da hinten ist noch ein Raum. War der vorher schon offen oder habe ich ihn erst geöffnet? Ich habe da nicht drauf geachtet, wenn ich hier ehrlich bin. Drogen oder Medikamente. Greta Müller. Ausweis der deutschen Volksliste. Greta Müller, geboren 20.09.1920 in Frankfurt am Main, Beruf Sängerin. Das klingt aber schon nicht schlecht.
Das sieht so aus, als würde die Person, die hier drin gewohnt hat, sie versteckt haben. Aber nun können wir sicherlich zu einem der Aufzüge gehen. Oder zumindest zu diesen ehemals versperrten Türen. Oh, da funkt es. Dankeschön. Eine Geheimtür, die sich geöffnet hat. Was wir allerdings nun noch alles finden, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmehr fürs Einschalten, euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.